So, hallo, herzlich willkommen, Rise of the Tomb Raider. Mit der Lara, wir müssen darüber. Und sag bloß, wir sind jetzt noch. Ach nee. Wir müssen tatsächlich den ganzen Weg, dass es hier keine Zwischenlager gibt, ne? Ich meine, die Welt hier ist natürlich sauber, ne? Die ist sehr, sehr schön, aber trotzdem. Hier ist doch ein Höhleneingang, oder nicht? Ach, Freunde der Sonne. Okay, wir schauen trotzdem, dass wir jetzt da wieder schnell rüberkommen. Denn ich möchte in diesen einen Höhleneingang eben rein. Hui, wir ziehen uns mal nach oben. Und dann gehen wir mal schnurstracks darüber und lassen mal wirklich das alles sein, denn ich bin da letztes Mal doch gestorben. Ah, ungewollt bin ich da runtergestürzt. Den Wasserfall. Ah, war blöd. So, ich muss jetzt nur mal gucken. Ach, da muss ich hier rein. Ach, so einfach geht es, okay. Atemgerät. Atemgerät, verdammt. So, Tauchsprung. Springen Sie von dem Wasser gelegenen Plattform und dringen Sie in die Luft schnell, um zu tauchen. Wo denn? Ja, witzig. So, nochmal, hier ist noch irgendwas sowas herausverdrungen. Dann schau mir halt mal hier rüber, wenn das schon nicht geht. Wir haben ja übrigens zwei Herausforderungen. Wie viel gibt es denn überhaupt? 5 insgesamt. Okay, 2 haben wir ja entdeckt in der letzten Folge. Einmal müssen wir die Kaninchen runterreißen, wo sie auch immer hängen mögen. Und das andere Mal ist die Zielscheibe zu erwischen mit unserem Pfeil und Bogen. Da zum Bleistift. Jo, 8 Stück sind da insgesamt. Hier ist das mal. Okay, dann schauen wir doch mal, wie wir hier nach oben kommen. Vorausgesetzt, wir kommen überhaupt dann auf. Was haben wir hier für ein hübsches? Ach, das ist die Zielscheiben. Ach, hier ist nochmal ein Höhleneingang. Oh nee, da ist schon wieder so ein Glockengedingsbumse da. Da wird doch schon wieder so ein Drecksbär drin sein, oder? Oh Mann. Shit, 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 shit. Oh, jetzt wird er wütend. Jetzt wird er wütend. Ich habe A. Ich habe A, hat er gemeint. Eieieiei. Jesus, na. So, wir schlachten den mal, den Jungen. Beziehungsweise wir häuten ihn. Jesus, na. So, aber es ist ja angeblich ein exotisches Tier. Und wir sehen, ja, ein Drecksbär halt, ne? Aber wieso sind da immer solche Glockendinger dran? Man weiß es nicht. Ey, da verbrauchen wir immer so viel Muni bei dem, ne? Das ist schon krass. So, hier haben wir nochmal ein Tier, dann nehmen wir das doch auch noch mit. So, hier können wir mit der Spitzhacke rein. So, ja, da kommen wir durch mit unserem Ranzen. Ui, guck mal, hier können wir das Zeug mitnehmen. Nein. Nein. Nein.
Ja! So, wo sind wir jetzt denn wieder? Ach, ich hab's nicht so mit Hüllen, um ehrlich zu sein. Nein, fehlende Ausrüstung, Atemgerät. Verfluchter Mist. Wird es wenigstens angezeigt? Nee, wird's natürlich nicht. Wo kriegen wir jetzt wieder so ein Atemgerät her? Ich werd bekloppt. Hoffentlich können wir das irgendwo mal gewinnen. Oder, ne? Finden Sie den nahegelegenen Eingang? Näher geht nicht. So, was wo ist dann gemacht? Dann, ach. Der Bär spawnt ja dann wieder, ne? Ach Gott. Ach Gott, okay. Dann. Probieren wir mal den. Was ist denn das schon wieder? Wandgemälde. Hier ist ein Wandgemälde. Nee, wir gehen erstmal in den Krypta-Eingang. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt da hinkommen, ne? Ich befürchte nämlich, wo ist denn der Eingang? Da schau her, mitten im Ding drin da. Spinnst du jetzt? Die kommen da rauf oder runter? Ja, hier kann ich das vergessen, ey. Verdammter Mist. Och, Jungs. Okay, dann nehmen wir mal dieses Wandgemälde mit. Ich hoffe, können wir wenigstens das mitnehmen. Freilich da hinten. Ah, wenigstens etwas. Das soll ein Wandgemälde sein. Ne, hier. Ah, Etzadler. Die Anhänger des Propheten flohen nach Osten. Die Reise schwerlich. Ja, immerhin Griechisch wieder irgendwas gelernt. So, ansonsten, was haben wir denn hier hübsches? Hier haben wir nochmal ein Herausforderungsgrab. Ich weiß auch nicht, irgendwie gibt es da gerade nicht so viel, ne? Hier komme ich gerade aktuell auch nicht hin, keine Ahnung warum. So, hier ist der nahegelegene Eingang, da können wir leider noch nicht rein. Wir könnten es mal hier probieren, ne? Komm, gehen wir mal darüber. Ist eigentlich auch direkt vor der Gosch, ne? Eigentlich auch direkt vor der Haustür, hat er gemeint. Da gucken wir, Vogelnest. Okay, wir hätten auch leichter hier rüber können. Aber ich denke mal, das erfüllt auch seinen Zweck. So. Ui, jo, oh, die Tasche ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. Jo, Geheimnisse entdeckt, sehr schön. Ach, da blinkt's doch auf. Da blinkt's doch auf, hat er gemeint. So, wo können wir denn hier was machen? Wir können hier unten was machen, wir können hier drüben was machen. Komm, wir sind mal so lustig und nehmen mal den da drüben. Sehr schön. Können wir hier rein? Natürlich nicht. Wir können aber uns da durchkriechen. Ui, coole Optik. Was jetzt? Alter Junge! Mach doch mal halblang da, ne? Ah, aber die Felle können wir doch mitnehmen. Aber ich glaube, mehr können wir hier auch nicht machen gerade. Doch, wir können hier aufmachen. So, wir gehen auch gleich da rein. Ich denke aber auch, wir können irgendwann mal hier rein, wenn wir so Brandpfeile haben. Ah, aber haben wir leider noch nicht. Was ist das? Ach, hier haben wir nochmal einen Eingang.
So, nu. Ach, guck mal, da geht's ja richtig tief runter. Beziehungsweise tief rein. Jo, ich und mein Knicklicht. Unbekanntes Gebiet, optionales Herausforderungsgrab. Das hört sich doch mal interessant an hier. Ich befürchte aber, dass wir hier auch gleich wieder auf einem Rätsel irgendwie... Na, was schon, dass wir gleich wieder hier ein Rätsel irgendwie haben. Wo ich wieder zwei Folgen brauche. Ah, guck mal, wegen Kohle. Was sind das für Gräber? Okay, wir können uns hier durchquetschen, aber hier gibt es jetzt auch nichts mehr, ne? Da ist auch ein Loch drin in der Hütte. Kein Wunder, wenn es da neu ringt. So. Da unten muss irgendetwas sein. Ja, ich befürchte, dass es wieder nichts Gescheites ist. Also, dass wieder irgendwie was... Ach Gott. Okay, wir sind gespannt. Cool. Okay, hier wird gespeichert. Wow. Diese Architektur ist älter als die orthodoxe Kirche. Die Frage, wo sind wir jetzt? Sind wir tatsächlich? Nein, sind wir nicht. Ich dachte, das ist jetzt wirklich die Krypta, aber ist sie doch nicht. Wir sind an einem total anderen Ende. Ja, doch was aufgeblinkt. Jawohl, ja. Yeah, oh. Seltenes Ding hier, ne? Verstehst? Alter Verwalter. Die sind ja alle hier. Was haben die hier gemacht? Ja, wir gucken uns mal das hier an. Eine goldene Gürtelschnalle. Dekorativ, aber auch robust und funktional. Sie gehört wohl zu einer Militäruniform. Schaut aber echt geil aus, ne? Wir zoomen mal ein bisschen ran. Ja, gefällt mir. Ist das aus echtem Gold? Wenn ja, dann, ne? Ah, guck mal einer an hier. Neues Basislager in der Krankenstation. Was geht denn hier ab? Boah, wie krass ist das hier? Ohne ein Dokument. Ich habe meine Frau in der Obhut dieser Ärzte gelassen. Die Krankheit verschlimmerte sich wie befürchtet. Ihre Haut wurde schuppig und sie verlor das Gefühl in den Gliedmaßen. Sie sagen, man könne nichts für sie tun, außer ihre Schmerzen zu lindern und ihr das Dahinscheiden zu erleichtern. Aber sie muss der Stadt fernbleiben, mir fernbleiben. Meine Frau stirbt und in dieser Welt werde ich sie nie wiedersehen. Ich werde in die nächste eilen, zu ihr. Krass, das ist hier eine Krankenstation. Boah, wie krass ist das hier. So, wir nehmen das noch mit. Das ist sowas wie ein Altar, oder? Ach, du grüne Neune. Ach, du grüne Neune, da hat es dann, der Hutz. Da hat es dann, der Hutz. Wir gehen mal rein. Schau mal, was wir machen können. Waffen können wir upgraden, das ist sehr schön. Diesmal Pistolen. So, was können wir da machen, hat er gemeint. Was können wir da machen? Ergonomischer Griff. Der optimierte Griff erlaubt eine komfortable Haltung und eine bessere Rückstoßkombination. Anwerfer bei einem halbautomatischen Pistolen. Ey, kennst du die aus. Oder wir haben noch Pfeil und Bogen. Was können wir da machen?
Ui, Traumstachel. Leuchtfeuer. Wow, der ist cool. Was können wir hier machen? Horngewichte. Ein ausgewogener Schaffe, ein schnelleres erneutes Spannung von und Feuer, Spannen und Feuern ermöglicht. Anwendbar bei allen Hornbügen. Oh, Hornbügen. Was kostet aber auch viel, ne? Traumstachel. Sieht auch nicht schlecht aus, aber der sieht schon richtig geil aus, ne? Leuchtfeuer. Wollen wir die nehmen? Komm, die nehmen wir, Freunde. Yeah, Horngewichte. Nice, dann können wir hier natürlich das auch noch machen. Freunde der Sonne, kennst dich aus. Nehmen wir mit. Yes! Ergonomischer Griff. Sehr nice, okay. Dann können wir nochmal Fähigkeiten machen. Was nehmen wir denn? Überleben, Jäger. Überleben, ne? Handwerksmeister. Komm, wir nehmen den Handwerksmeister. Da machen wir jetzt nicht lang rum. Neue Fähigkeiten gemeistert. Sehr schön. Gut, dann hätten wir gesagt, machen wir weiter hier. Alter, ist das so eine Krankenstation? Bestimmt so ein Hospizmäßig, ne? Haus der Kranken, Alter. Ach du grüne Mann. Ach du Gott. Nein! Die Dinge hasse ich doch jetzt schon wieder. Vielleicht lässt er sich mit dem Seilpfeil betätigen. Mahnst? Faszinierend. Boah. Das ist perfekt erhalten. Gratuliere, Franconi. Ach, das geht wieder zurück. Okay. Hier haben die Weinfässer, oder was? Wieso kann ich den ziehen? Warte mal. Bevor wir hier wieder, ne, irgendwas, ne, was schon. Ui, guck mal, hier haben wir doch was Hübsches. Nehmen wir alles mit, eifriger Lerner, kennst dich aus. Weißt was, wir schauen uns jetzt erstmal kurz da oben um. Okay, weiter geht's da nicht, wie es aussieht. So, mein Freund. Ah, dann können wir hier rüber, okay. Aber war das jetzt so gewollt von mir? Ich glaube nicht. Denn da unten gibt es doch noch so coole Sachen. Aber wir können ja da nochmal runter, ne? An dem soll es ja wirklich jetzt entscheiden. Wow, was ist das? Ach, ein Bild. Jetzt dachte ich... Boah, jetzt habe ich schon... Ach Gott. Eine Blöre. Wie komme ich da rein? Okay, hier komme ich ja nur hier entlang, ne? Da haben wir nochmal so Vogelzeug. Aber brauchen wir die Feder? Huiuiui, okay, wie komme ich jetzt? Also ich weiß nicht, warum ich das betätigen kann, aber wir machen es mal. Ah, okay, wir brauchen die Rolle auf jeden Fall. Wozu brauchen wir das? Das ist jetzt die Frage. K
Keine Ahnung, ich weiß es selber noch nicht. Wir gehen jetzt aber doch nochmal nach oben. Wozu es dann im Endeffekt wirklich was bringt, das weiß ich gerade wirklich selber nicht. Ich habe hier unten noch was vergessen. Grütze drücken. Tatsächlich. Eine unglaublich detailreiche goldene Halskette. Von wem sie auch stammt. Sie steht dem Schmuck des Reichs in nichts nach. Boah, die sieht echt krass aus, ne? Also das muss ich jetzt schon mal sagen. Die sieht ja echt krass aus. Holla die Waldfee. So, jetzt habe ich, glaube ich, einen Plan. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wo das hinausläuft. Ich hoffe, wir machen es schnell. Beziehungsweise ich hoffe, ich schaff's schnell. Fuck. Okay, dieser Versuch hat geklappt. Eieiei, das wird einiges an Pfeile kosten. Ich sag's dir, einiges an Pfeile. Aber ich denke schon richtig, oder? Hat es jetzt geklappt tatsächlich? Okay. Hm, jetzt komme ich doch, ich komme wieder hoch. Ah, ich dachte schon. Hat er gemacht. Okay, aber ich befürchte, dass wir hier doch auch wieder schnell sein müssen. Zettler weiß ich's, okay. So, nochmal, nächste. Wir haben ja genug Pfeile, ne? An dem Schuss soll's ja nicht scheitern. Ich hätte hier hin müssen, ne? Na. So. Das sollte halten. Jetzt muss ich nur noch darauf. Ah, Edzettler. Okay. Ich werde mal wieder ein bisschen was bauen hier. Edzettler. Hat doch geklappt, Franconia. Ach, und alles noch in der Folge. Ich bin begeistert. Okay. Nice!
Na komm, die tut sich aber schwer. Was haben wir hier Hübsches? Unsere Isolation lähmt uns. Wir besitzen das geballte medizinische Wissen des Reiches. Ein Jahrtausend des Lernens, wie man jede Erkrankung heilt. Aber hier, am Rand der Welt, macht uns das Fehlen einer einzigen simplen Blume hilflos. Ich kann nicht viel für die Kranken tun. Ich weiß wie, aber ich kann nicht, weil wir uns abgeschottet haben. Diese Menschen und viele, die noch folgen, werden grundlos sterben, nur um unser Geheimnis zu wahren. Ich bete, dass der Prophet recht hat und es letztendlich den Preis wert ist. Ja, das hoffe ich doch auch. Das hoffe ich doch auch. Krass. Oh, wir haben gleich die Herausforderung geschafft. Wir nehmen aber das natürlich gerne alles mit. So jung kommen wir nämlich nie mehr zusammen. Nice. Und nochmal hier. Yes! Karte aktualisiert. Uhuhu. Cool. Ein alter Kodex. Sieht aus wie eine Abhandlung über die Verbindung von Körper und Geist. Yeah, neue Fähigkeit gemeistert. Schneller Heiler. So, schneller Heiler. Verbinden Sie Wunden schneller zur Heilung. Halten Sie zum Heilen bei einer Verletzung. Ja, kennen wir ja. Gedrückt. Und 10.000 Credits. Jetzt haben wir über 200.000. Und Grab abgeschlossen. Das Haus der Kranken. Wie nice. Ach, geil, jetzt können wir wieder hier durch. Haben wir hier nichts vergessen? Nee, wir haben hier tatsächlich alles mitgenommen. Ja, voll in die Splörre, Neider. So, die Pilze können wir leider nicht mitnehmen. So, sehr schön. Wie cool, haben wir das doch geschafft, dann können wir doch gleich... Ach, hier ist es noch. Was haben wir hier überleben? Überlebensversteck auch noch. Ja, dann können wir doch hier eine Schnellreise machen, hätte ich gesagt, oder? Ich denke, das ist nicht so ganz verkehrt. Na, wir können sogar noch was basteln. So, was haben wir denn hier Hübsches? Der gute alte Mondschaden. Was können wir denn herstellen? Maßgefertigter Griff. Der optimierte Griff erlaubt eine komfortable Halten, eine bessere Rückstoßkonvention. Haben wir aber bei allen schweren Pistolen. Voraussetzungen haben wir nichts. Können wir aber herstellen. Wollen wir es machen? Komm. Yeah! Sehr schön. Haben wir doch einiges an Upgrades gemacht. So, dann suchen wir uns doch jetzt nochmal unser Lager aus. Wir haben ja aktuell wirklich auch nur ein Lager, wo wir hinreisen können. Und das ist eben ja quasi der Anfang von diesem Dorf, von diesem Tal. Aber ging doch jetzt, ne? Habe ich doch recht schnell geschafft. Ich bin begeistert, ne? So ist er da. So. Dann hätte ich aber gesagt, liebe Freunde, machen wir hier eine Folgenpause, hätte ich gemeint. Denn ja, knapp 29 Minuten haben wir. Und dann sehen wir uns wieder in der morgigen Folge. Dann machen wir, dann werden wir nochmal zu diesem Versteck gehen. Und ich denke dann nochmal die ein oder andere Nebenmission machen. Denn da haben wir noch einiges, was da auf uns wartet. Oh. Hallo, kann ich... Ich kann mit dir reden, versprich dich. Haben Sie hierher gefunden? Was bringt Sie hierher? Ein Krieg kommt. Wir müssen uns vorbereiten. Ja. Wir haben alles zurückgelassen, als wir sie vertrieben haben. Das meiste ist nur Müll. Aber man kann immer noch kleine Schätze finden. Ach, da gibt es einiges, was wir hier noch finden können. Das werden wir aber alles in den nächsten Folgen erfahren. Bei Rise of the Tomb Raider. In diesem Sinne, danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bis morgen. Macht's gut. Servus. Dein, euer Franconia. Bye, bye.